Ich möchte Sie begrüßen zu einem Video, ein kurzes Video, wo ich eine Zuschauerfrage beantworten möchte. Vor einigen Tagen habe ich diese Frage hier bekommen. Der Autor oder die Autorin hat ihren Namen mit asiatischen Schriftzeichen geschrieben. Ich kann das nicht lesen. Aber die Frage ist, stimmt es, dass man, wenn man Physik studiert oder studiert hat, die Welt mit anderen Augen sieht? Also viele Vorgänge und elektrische Geräte versteht. Ich kann mir leider die Frage nicht selbst beantworten, etc. Also, ja, kurz gesagt, ja, das ist sicher so, dass man die Welt anders sieht, wenn man Physik studiert hat. Es ist aber ja auch so, dass wenn man das Physikstudium gewählt hat, dass man dann von Anfang an schon ein gewisses Interesse hat an diesen physikalischen Denkweisen. Ein Physiker ist eben ein Mensch, der immer Fragen stellt und immer versucht, Dinge auf Grundsätze zurückzuführen, auf Gesetze zurückzuführen, die dann nachher allgemeiner sind als das, was man gerade beobachtet. Diese dauernde Frage nach dem Warum, das ist so etwas, was Physiker auszeichnet. Im Studium lernt man dann, diese Fragen präzis zu stellen. Man lernt auch, die Fragen vielleicht mit Experimenten zu beantworten, nicht nur mit theoretischen Überlegungen. Und diese Techniken, die werden eben im Studium dann vermittelt. Aber ich glaube eben, das Grundinteresse muss da sein, um überhaupt Physik zu studieren. Und wenn man das hat, dann hat man an sich schon eine gewisse Sicht der Welt vorbereitet. Und deshalb ist es nicht unbedingt wegen dem Studium, sondern einfach, weil man ja so ist. Ich glaube, wenn jemand Psychologie studiert oder Soziologie oder Kunst oder Betriebswirtschaft, dann ist es auch so, ein Betriebswirt sieht die Welt halt damit aus der Sicht des Geldes und ein Soziologe sieht sie aus der Sicht der sozialen Zusammenhänge, der Gesellschaften und so weiter. So wird man eben Experte auf seinem Gebiet und das ist normal. Als Physiker, Sie haben hier ganz konkret noch wegen den elektrischen Geräten gefragt. Ja, natürlich, das gehört zum Studium, dass man dann auch gewisse technische Dinge, auch ein Motor oder eben elektrische Geräte oder so, besser versteht als vorher.